Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Duett, dem Operntalk des Förderkreises der Deutschen Oper Berlin. Mein Name ist Silke Alsweiler-Lösch und ich bin die Geschäftsführerin des Vereins. Wie schön, dass Sie uns bei einer weiteren Podcast-Folge zuhören, mit der wir Sie alle in Corona-Zeiten unterhalten wollen. Blicken Sie mit mir und meinen Gästen hinter die Kulissen unseres Opernhauses. In einer Zeit, in der ein Opernhaus schweigen muss, wollen wir mit denen sprechen, die sonst im Haus für die wunderbaren Abende der Deutschen Oper Berlin sorgen. Wir sind erneut im Mausoleum, das Sie alle von den Einführungen mit Jörg Königsdorf kennen. Und es heißt im Hausjargon Mausoleum, weil hier die Büsten wichtiger Persönlichkeiten stehen. Natürlich ist für den nötigen Pandemieabstand auch zwischen meinem Gast und mir gesorgt. Heute bin ich in einem Trio mit Constanze und Olfert Land, Inhaber der Corona-Testfirma Tipp Molbiol. Constanze und Olfert, erstmal habt ihr mein Duett zu einem Trio gemacht, aber diese Herausforderung nehme ich natürlich gerne an. Ihr seid ein Paar im Leben und im Job und auf den ersten Blick habt ihr mit Oper gar nichts zu tun. Welche Verbindung ihr mit der Deutschen Oper Berlin habt, darüber wollen wir heute sprechen. Euch kennen zwar viele Mitglieder im Förderkreis, aber eben nicht alle. Deshalb stelle ich euch kurz vor. Constanze, du bist promovierte Biologin, stammst eigentlich aus Karlsruhe und hast dann viel Zeit in Bochum verbracht, bevor du 2002 endgültig nach Berlin gekommen bist. Als Jugendliche warst du begeisterte Klavierspielerin und in Bochum Dauergast deines Nachbarn, nämlich im Bochumer Schauspielhaus, und hast von dort aus und in Essen und Dortmund deine Opernliebe immer weiterentwickelt. Dann hast du Olfert kennengelernt und wie ich weiß, habt ihr dann ganz schnell beschlossen zu heiraten. Waren das 2 Tage oder hat es länger gedauert? Wie war denn das nochmal? Sie schauen sich an und keiner sagt was. Also wahrscheinlich, ja, bis zu dem Hochzeitsantrag hat das 6 Wochen gedauert. Okay, ungefähr. Das war schnell. Aber davon haben wir uns 5 Wochen nicht gesehen. Also doch ein Schnelltest sozusagen und es ist im guten Sinne ausgegangen, will ich mal sagen, nicht positiv, sondern im guten Sinne. Und Olfert, du bist Biochemiker, ursprünglich aus Kiel, aber schon zum Studium nach Berlin gekommen, weil leider die in Anführungszeichen schlechte Abiturnote von 1,2 nicht für ein Studium in Tübingen gereicht hat. Ihr habt 2 Kinder, Aaron und Celestine, und lebt und arbeitet in Berlin. Und zwar an einem Thema, das im Moment besonders aktuell ist. Ihr stellt Corona-Tests her und habt uns sehr großzügig bei der Durchführung der Tests in der Deutschen Oper unterstützt und so unsere Walküre möglich gemacht. Herzlich willkommen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit mir den 8. Podcast wagt, heute im Trio. Constanze, ihr arbeitet eigentlich rund um die Uhr und das seit Jahren. Eure Firma war eine der ersten Firmen weltweit, die einen verlässlichen Corona-Test entwickelt haben. Was bedeutet Corona für euch als Wissenschaftler, als Eltern und als Kulturinteressierte? Wo fangen wir jetzt am besten an? Wissenschaftler ist eigentlich mehr der Part von Olfert inzwischen. Aber insgesamt für die Firma hat das bedeutet, dass wir sehr, sehr, sehr viel mehr Arbeit hatten als jemals zuvor. Was wir so auch nicht erwartet hatten, dass uns das in der Menge nochmal erreicht. Als Eltern hieß es, weil unsere Kinder schon groß sind, dass wir auf einmal Hilfe hatten, mit der wir am Anfang gar nicht gerechnet haben. Unsere Kinder, weil eure Kinder mit in der Firma dann euch genau, unterstützt haben? Die hatten genau, nie Interesse, die Firma zu übernehmen. Das haben wir auch nie erwartet oder gefördert, aber auf einmal waren die Kinder da, weil sie natürlich auch nichts anderes mehr zu tun hatten, als genau, die Kontaktsperre war, und haben wirklich sehr, sehr viel mitgearbeitet. Bezüglich der Oper heißt das erstmal für uns, dass für uns sehr, sehr viele Reisen, die wir dieses Jahr geplant hatten, und eben genauso viele Operntermine in Berlin einfach ausgefallen sind. Und durch die viele Arbeit ist uns das aber erstmal gar nicht so aufgefallen. Das Jahr ist an uns vorübergegangen. Also wo andere zu Hause saßen und nicht so recht wussten, was sie machen sollten, ist es, als bei uns die Arbeit ein bisschen weniger wurde, das war im Juni,
Da war ich verwundert, weil das es so warm war. Gefühlt war es bei mir im März. Von also mir Januar sind, bis Juni sind, draußen war es. Mir sind die Monate an mir vorbeigegangen. Ich habe die nicht mitbekommen und ich kann mich auch nicht erinnern, was ich da gemacht habe und was ich gemacht haben soll. Ich sehe ja meine Aufzeichnung, ich weiß von nichts mehr. Es ist also einfach. Aber das war arbeiten. Nicht das erste Mal, dass du so wahnsinnig viel zu tun hattest, gell? Ihr hattet schon zwei Phasen vorher. Ich neige schon dazu, es manchmal zu übertreiben. Und wir hatten mit der Schweinegrippe schon mal viel zu tun, aber in dem Maße, das haben wir noch nie erlebt. Also es war, also auch unser Sohn sagte, der wachte nachts auf und sah nur Röhrchen vor sich, die er noch etikettieren muss. Also ich wollte gerade sagen, beschreib doch mal ganz kurz in einem Satz, was du da gemacht hast in den Monaten, woran du dich erinnern kannst. Erinnern kann ich mich, wie ich haufenweise Kids gepackt habe, gezählt habe, in Kisten gepackt. Wir haben Kids musst du erklären für Kids, uns. Ja, diese Nachweistestkits. Ja, wenn man da viele macht, dann sind die im Zehnerpäckchen gebündelt und dann werden die in Kartons gestapelt und dass wir Aufträge über 500.000, 3.000, 5.000, 8.000 Kids haben. Und in die ganze Welt. Also der Gang, der bei uns immer vorschriftsmäßig leer ist, war plötzlich mit ausgeborgten IKEA-Wagen vollgesteckt, die nur noch Kartons. Das haben wir noch nicht gesehen. Und was genau machst du, wenn du diese Kits machst? Was ist das, was ihr da sozusagen entwickelt habt? Kann man das erklären für den Hörer? Das kann man erklären. Wir machen einen genetischen Test. Wir können also das Genom von dem Virus nachweisen. Und im Endeffekt sind da drei Substanzen drin, die zusammen nachher in der Reaktion ein Lichtsignal geben. Und das kann man genauso für Influenza oder Norovirus machen, hier eben für Corona. Mhm. Und die sind jeweils für 100 Reaktionen in einem Röhrchen getrocknet, etikettiert und mit einem Beipackzettel versehen. So, dass man also weiß, ganz was man zu tun klein hat. Und kompakt. Wie lief denn euer Engagement für die Deutsche Oper Berlin genau ab? Habt ihr extra für unsere Sänger einen Test entwickelt? Also sozusagen Spucken statt Stäbchen, denn ich habe ja gerade eben auch einen Test gemacht und das ist sehr unangenehm, das im Hals ganz tief zu haben. Habt ihr das extra für unsere Sänger anders gemacht oder gab es diesen anderen Test schon? Also es hat jemand wahrscheinlich im April Japan publiziert, dass sie gegurgelt haben und Coronavirus nachweisen konnten, aber keine Studie. Und es ist auch logisch, ob man das aus der Nase holt, aus dem Rachen oder gurgelt. Und gurgeln, da bildet man ein bisschen ab, was aus der Lunge hochkommt und was hinter runtergerutscht ist. Ja. Also warum nicht? Wir haben das ausprobiert. Wir haben es mit einer Zentrifugation kombiniert und dann war es plötzlich genauso sensitiv wie ein klassischer Test mit einer Aufreinigung, also mit einem viel einfachen Verfahren. Und wir haben auch noch Wasserstoffperoxid dazugesetzt als Desinfektionsmittel. Benutzt man auch so zum Gurgeln, also warum nicht? Verstehe, also mit gut für die Sänger. Erstmal mit der Idee, dass Laborpersonal, die nachher dieses ganze Zeug bearbeiten müssen, dass das schon desinfiziert ist, dass sich die Leute also nicht damit anstecken. Also einfach zur Hand haben, weil man es direkt pipettieren kann, sicherer und auch einfacher abzunehmen. Also jeder kann ja selber gurgeln, es muss mir keine Krankenschwester das Stäbchen da bis ans Zäpfchen schieben. So. Ja, genau. Und mit der Idee, hier mit der Walküre, dass wir die Sänger jeden Tag beproben und man jeden Tag mit dem Wattestäbchen nah am Stimmorgan kratzen muss. Ich glaube, das ist allein psychologisch nicht gut. Ich glaube, das ist unangenehm. Und da haben wir das Gurgeln wieder aufgenommen, haben das auch validiert und gezeigt, dass das genauso gut ist wie mit einem Wattestäbchen und haben das dann hier tagtäglich so durchführen lassen. Ja, das war wunderbar. Also wie gesagt, ihr habt die Walküre damit überhaupt erst möglich gemacht. Aber wie bist du auf die Idee gekommen oder zu welchem Zeitpunkt bist du auf die Idee gekommen, diesen Test, denn du warst ja ganz, ganz früh dran mit deiner Testidee. Wie bist du darauf gekommen, das jetzt schon ganz schnell zu machen? Ich glaube, Ende Dezember, Anfang Januar hast du schon angefangen. Wie muss ich mir das vorstellen, dass du damit beginnst? Und dann die Frage, warum gibt es erst Tests, die eine längere Dauer haben, bis man das Ergebnis hat? Und wie kommt es dann zu einem Schnelltest? Also kannst du uns das auch noch erklären, wie da der wissenschaftliche Werdegang ist sozusagen. Ja, also die molekularen, also die wissenschaftlichen Grundlagen sind relativ einfach und jeder mit unserer Ausbildung kann innerhalb von ein paar Stunden sich etwas ausdenken und konzipieren. Da wir nun Hersteller der Grundsubstanzen sind, können wir auch in wenigen Stunden, also wenn man sich wirklich beeilt, in 5-6 Stunden die Komponenten herstellen, die man braucht, um was Beliebiges nachzuweisen. Und wenn man sich dann auch selber Kontrollmaterial macht, ist es realistisch, dass man es in 2-3 Tagen hinbekommt. Und nun arbeiten wir ja an zum Beispiel Influenza oder Norovirus, also ganz Sachen immer dasselbe. Also im Endeffekt produzieren wir Sachen, um Kids, um übliche menschliche Krankheitserreger nachzuweisen.
Und wenn dann hin und wieder mal irgendwo was ausbricht, ist das aufregend, weil man endlich mal wieder wissenschaftlich arbeiten kann, ja, und schnell was sich ausdenken kann. Und wir haben aber wusstest du schon genau, wie dieser Coronavirus in China ausschaut? Nein, natürlich also nicht. Nein. Natürlich nein. Nicht, ja. Und wir haben ganz, ganz häufig sowas gemacht und es ist nie gebraucht worden, weil es noch nie so eine Situation wie dieses Jahr gegeben hat. Also wir waren häufig dabei bei der Geflügelgrippe, bei der Schweinegrippe, aber noch nie in diesem Ausmaß. Mhm. Und jetzt hatte ich durch Zufall in der AG von Professor Drosten, war ich Anfang Januar und wir haben diese mysteriösen Fälle in Wuhan diskutiert. Und da wussten wir beide nicht, was es sein könnte. Ich habe auf Influenza getippt und wir haben fast stündlich in den Datenbanken nachgeguckt, ob vielleicht mal die Sequenz offengelegt wird, dass jemand das analysiert hat. Ja. Und als es endlich raus war, konnten wir drangehen und in diesem Fall ist es tatsächlich die AG Drosten gewesen, die die Sequenzen ausgesucht haben und wir haben die dann über Nacht hergestellt und dann einen Tag später auch die Kontrollen und dann sind die ausprobiert worden. Also es war eine gemeinschaftliche Arbeit, wo wir nur einen Teil von übernommen haben. Und ihr wart so schnell, weil alle anderen nicht so schnell wussten, wie man darauf antwortet sozusagen, wie man das übersetzt in Tests? Wir haben so ein allgemeines Bauprinzip. Also wir in der Charité wurde gezeigt, dass die Sachen prinzipiell funktionieren. Und zwar anhand eines verwandten Virus von 2003. Also man konnte zeigen, dass das als Test prinzipiell funktioniert. Verstehe. Und wir haben die Komponenten zusammengesetzt, wir haben eine Positivkontrolle hergestellt und haben einen Beipackzettel geschrieben. Und das ist ja das, was man braucht. Das was ist man braucht, ein Anwender, damit man weiß, wie man diesen Test handhaben, wenn das dann ins Labor geht. Und dann haben wir es sofort nach Asien geschickt. Wir hatten ja gar kein Virus, also nach Taiwan und nach Hongkong. Und haben gesagt, die sollen das benutzen. Das müsste höchstwahrscheinlich funktionieren. Und wem schickt man das dann, also wenn man das nach Taiwan und nach Hongkong schickt? In Taiwan kenne ich Leute, die im CDC arbeiten, also dem deutschen RKI entsprechend, die in diesem Feld arbeiten. Und ich habe das zu unserem Büro von Roche in Taiwan geschickt, aber mit der klaren Ansage, zu wem das weitergehen soll. Und die haben das dann auch benutzt und irgendwann rückberichtet, dass das funktioniert. Und damit hatten wir also etwas vorrätig und als die ersten Virologen aus Deutschland, aus der Schweiz, also aus Europa, angefragt haben, die haben oder die hätten die veröffentlichten Sequenzen bestellen können. Wir haben aber auch gleich im Angebot, man könnte es auch fertig als Kit haben und insofern ist das sehr früh in Europa verfügbar gewesen. Und wie kommt das, dass man erst also so entwickelt wird, dass es länger dauert und man dann zu den Schnelltests kommt? Kannst du das auch noch sagen? Also erstmal, warum die anderen Firmen waren ja mindestens einen Monat, also die europäischen mindestens einen Monat später. Das liegt an unserer kleinen und sehr flexiblen Firma woanders. Hat jemand einen Vorschlag, dann geht das irgendwo in eine Beratung, dann wird so ein Business Case aufgemacht, lohnt sich denn das? Und was, einen Entwicklungsplan machen und das machen wir im Endeffekt in 5 Minuten. Und wenn ich Spaß an der Sache habe, dann machen wir das. Das ist der Unterschied. Spaß daran, das ist auch gut. Wir machen es nicht, er macht es. Und er bleibt dann nämlich zur Not in der Nacht im Labor. Ja, und, also dann heißt es eben heute und ich muss noch schnell. Und es gibt Verwirrung um diese Schnelltests. Wir hatten heute eine 11-jährige Schülerin in der Firma und die eingeladen, selbst mal einen Test zu machen. Und wir schaffen das tatsächlich in 2 Stunden. Also, die hat noch nie in ihrem Leben pipettiert und wir waren in unter 2 Stunden fertig. Und sie und ihre Mutter, die durften sich also selber testen, waren negativ. Also wir sind durchaus schnell. Also wir brauchen nicht 1 oder 2 oder 3 Tage, wie das häufig ja, irgendwann genau. dauert. Ihr habt ja auch bei uns die Sänger, die waren ja auch, ich glaube, morgens getestet und mittags war es, wusstet ihr Bescheid. Ja. Und die Schnelltests, die jetzt so Schnelltest heißen, das sind Antikörpertests. Das ist auch eine Möglichkeit, da ist ein Antikörper, der erkennt das Virus. Und das muss man also tatsächlich nur, wir haben es ja eben gemacht, exemplarisch. Ja, wir haben es eben gemacht, Antikörpertest. Ja, nee, es ist ein antikörperbasierter Test und wir finden das Antigen, das Virus, also auf dem Streifen. Also bei mir wurde nichts gefunden, das hat mich jetzt sehr beruhigt. Ja, also auf dem Streifen ist ein Antikörper gegen das Virus. Genau. Und wenn aus dem Abstrich Virus enthalten ist, dann gibt es eine Farbreaktion, weil der Antikörper bindet. Okay. Ja. Und das geht wirklich schnell. Ja. Das heißt, nach einer Viertelstunde weiß man, ob man positiv oder negativ ist. Ach ja, sehr schön. Constanze, wir haben die nächsten Monate vor uns und alle Zahlen sprechen dafür, dass es wieder gefährlich wird und dass wir wieder diskutieren müssen, was alles im öffentlichen Leben möglich ist. Das gilt natürlich auch für die Theater- und Opernhäuser. Der Kultursenator von Berlin hat Klaus Lederath gesagt, dass Bereiche wie Theater und Oper safe seien, also dass man bedenkenlos ins Theater gehen könne.
Was meint ihr oder was meinst du, was haltet ihr von Masken und Hygieneregeln? Wie gefährlich ist Singen oder beispielsweise der Einsatz von Blasinstrumenten? Für wen? Für alle, die beteiligt sind in Opern und als Gäste in Opernhäusern sind. Als Gäste? Also die Gäste, Gäste singen. Und auch die Beteiligten. Ne? Also ich würde das trennen in Darsteller, also alles, was Orchestergraben und dahinter ist, und in die Zuschauer. Und die würde ich beide grundsätzlich unterschiedlich handhaben. Die Leute auf der Bühne sind miteinander, die sind nah beieinander und die machen Geräusche, sie spielen ein Instrument, eben hier singen sie oder sie schreien oder sie tanzen. Das halte ich für deutlich gefährlicher im Umgang der Leute da miteinander als der Zuschauer, der gerade in der Oper ja normalerweise in die Oper geht und sich hinsetzt und den Mund hält, vor allem wenn er Wagner hört. Wenn er nicht hört. Buh schreit. Genau, aber wenn Buh schreit er ja erst am Ende und dann gehen wir ja auch alle schon schnell wieder raus. Genau. Und es ist tatsächlich so, also die Übertragung mit der Schmierinfektion, also das viele Händewaschen, das ist nicht falsch für andere Krankheiten, das Virus wird wirklich nur übertragen, wenn man redet, vor allem wenn man laut redet, wenn man singt, dann entsteht das Aerosol. Genau. Ja, und wir haben hier in der Oper sichergestellt, dass alle, die singen, alle, die den Mund aufmachen, negativ sind. Und wer negativ ist, kann machen, was er will. Wenn jemand schweigt, wenn jemand atmet, dann ist er ungefährlich. Das heißt, ich kann mich neben einen Corona-Infizierten in der U-Bahn setzen und wenn wir beide schweigen, habe ich ein ganz, ganz geringes Risiko. Und das bedeutet, und ich glaube, das meint Herr Lederer, wer im Publikum sitzt und sich normal ruhig verhält, das gilt auch für Kinos und Ähnliches, der ist keine Gefahr für andere und der ist auch nicht in der Gefahr über seinen Nachbarn. Bedeutet das aber, dass wir jetzt, wenn wir weiterspielen und wir wollen ja jetzt wieder Szene spielen, dass wir eigentlich nur spielen können, wenn wir weiter testen, täglich? Oder wie kannst du sagen? Oder Abstand halten, entsprechenden Abstand. Also wenn wir Szene spielen, das, bedeutet Theater es ja, man kommt Theater und sich andere auch machen. Also es gibt es hier auch anderswo. Und wir haben ja hier auch den Verdi-Abend gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ja. Die waren ja auch nicht getestet. Ja, das waren aber konzertante Sachen. Und deswegen sage ich jetzt, wir gehen ja jetzt in die szenische Arbeit wieder. Da sind die Leute wieder näher beieinander. Aber ihr meint, es kann man, wenn der Abstand zwei Meter, glaube ich, singen. Ich empfehle, das Konzept weiterzuführen. Denn wenn man sich die Infektion einfängt, im Ensemble sind ja auch andere betroffen. Also es gibt ja einen Folgeschaden. Also es geht auf der einen Seite um die Zuschauer, aber es geht um das Ensemble und das Haus. Und wenn man da die ersten Ausfälle hat, dann kann man gar nicht mehr spielen. Und wenn täglich getestet wird, dann sind die Leute ja rausgefiltert, bevor sie einen Schaden angerichtet haben. Das Übliche draußen überall, das machen ja, da ist ein Corona-Fall, dann sind die Kontakte rückwärts, das ist 5 Tage zurück, die haben schon längst andere angesteckt. Und es kommt darauf an, wenn wir Wagner spielen, haben wir viel zu testen, aber vielleicht muss das Haus sich dann Stücke raussuchen, wo weniger Leute auf der Bühne sind, wo ein kleineres Orchester ist. Dabei ist oder und so, ich würde generell empfehlen, entweder die Pausen sehr lang zu machen, damit Zu- und Abgang geregelt und ohne Hektik stattfinden kann. Ja. Oder Sachen ohne Pause. Und die Gefahr im Orchester graben, wie ist denn da? Habe ich auch immer Unterschiedliches gehört mit Blasinstrumenten und so weiter und so fort. Wie seht ihr das? Auch da empfehle ich testen. Das Ensemble sauber zu halten. Ja? Und man kann im Übrigen gefahrlos Pools testen. Man könnte also mal 5 Musiker zusammenpacken. Verstehe. Und dann die Pools dann testen. Dann sind die Kosten geringer. Und es ist doch ganz egal, wenn einer positiv ist, dann müssen die einen Tag erstmal ganz draus bleiben. Dann werden die 5 einzeln nachgetestet. Und dann weiß und dann man, es war das Horn. Und dann hat das Horn Urlaub. Ja, ja genau. Oder dann kommt ein anderes Horn. Ja, ihr seid Wissenschaftler mit Leib und Seele, aber auch ununterbrochen in Sachen Oper unterwegs. Das ist eigentlich unsere zweite Verbindung sozusagen. Und vor Corona wart ihr weltweit und ununterbrochen in Opernhäusern. Wie ist denn diese Leidenschaft bei euch entstanden und was bedeutet dir, Constanze, Oper überhaupt? Oper überhaupt bedeutet einfach, dass ich außerhalb der Arbeit etwas völlig anderes habe und sobald ich irgendwo in ein Opernhaus gehe, ist das, was ich normalerweise in meinem Leben habe, einfach meistens weg. Das ist dann einfach ersetzt durch was anderes und ich würde schon sagen, letztendlich bedeutet für uns jeder Operntermin, dass wir in erster Linie mal nicht arbeiten gehen. Denn wenn wir die Zeit haben zu arbeiten, deswegen würde ich auch das Ununterbrochene ein bisschen einschränken, was wir nämlich gar nicht sind,
sondern wir leisten uns einfach hin und wieder, dass wir die Arbeit unterbrechen und in die Oper gehen. Ich arbeite viel, aber nicht so viel wie mein Mann. Ich habe wenigstens meistens noch einen freien Sonntag, den ich mir dann auch nicht immer unbedingt mit einer Oper zustellen möchte. Also da kommt es drauf an, was es gibt, ob wir das dann notwendig machen. Insgesamt würde ich aber schon sehen, dass Musik, es ist nicht nur Oper, es ist Musik insgesamt, doch eine ziemliche Bereicherung ist, die einem immer irgendwie wieder neue Facetten aufzeigt. Man kann sich Dinge überlegen, man setzt sich mit Dingen auseinander, auf die man vielleicht vorher nicht gekommen wäre. Also ja, ich glaube, mir würde viel fehlen. Und als ich dann in dieser Corona-Zeit, wo wir eben wirklich überhaupt keine Zeit hatten, da gab es noch nicht mal ein Musikstück zu Hause, da gab es dann irgendeine Opernübertragung im Fernsehen, die ich mir samstags abends angehört habe. Und dann habe ich gedacht, oh ja, da fehlt nun doch sehr viel, wenn man das nicht mehr hat. Ja, ja. Olfa, du warst aber nicht immer ein Opernfreak sozusagen, sondern du bist auch langsam herangeführt worden. Ist das richtig? Ich war aus der Familie durchaus schon als Kind mal mit in der Oper, aber das hat mich nicht so gefesselt. Ich bin als Student dann hin und wieder, vielleicht zweimal im Jahr, in der Oper gewesen. Am Anfang war ich dann auch zuliebe zu Constanze, bin ich mitgegangen, weil musste ich ja immer Herrn Kaufmann hinterherreisen. Ah ja, ja, Herr Kaufmann, und, das habe ich genau, das erinnere ich. Und bis dann plötzlich mal da so ein Wotan sagen und dann sage ich, wie heißt denn der? Sagt, der ist ja gut. Ja, und dann war das der René Pape. Ja, und seitdem hatte ich auch einen, dem ich zumindest hinterherlaufen konnte. Ja, und ich habe tatsächlich mehr für Bariton und Bass Stimmen. Ja, das liegt mir mehr als diese lächerlichen Tenöre. Tenöre, komm. Aber inzwischen laufen wir hier nicht mehr Herrn Kaufmann hinterher, sondern ganz anderen Menschen. Und aber Oper ist ja nun so intensiv, man kommt da zum Teil komplett erschlagen raus, weil man auf so vielen Ebenen verfolgen kann. Es ist die Musik, es ist der Gesang und auch der Text. Und die auch Inszenierung noch, ist auch manchmal interessant. Genau, die Inszenierung. Also es sind viele Sachen, es ist mehrdimensional. Und wenn man dann anfängt, dieselben Opern immer wieder zu hören, in verschiedenen Inszenierungen oder selber dieselbe Inszenierung und anfängt zu sehen, wie viele Details es immer noch zu entdecken gibt. Und wenn man anfängt zu warten auf Stellen, sagen, wie wird das heute gesungen, wie wird das hier gesungen, wie wird das von dem oder der gesungen, das ergibt sich eine komplett andere Ebene, die sich dem gelegentlichen Operngänger überhaupt nicht auftut. Constanze, gibt es eine Lieblingsoper von dir oder Olfert von dir? Ich würde sagen, nein. Also ich habe mir darüber tatsächlich Gedanken gemacht. Ich wüsste jetzt nicht, wenn ich eine raussuchen sollte, welche ich mitnehmen würde. Wahrscheinlich würde ich aus ganz pragmatischen Gründen, weil es das längste ist, den Ring mitnehmen. Ja, verstehe. Weil, also so eine kurze Oper ohne Pause, also nichts gegen eine Elektra, finde ich wunderbar, aber dann würde ich doch den Ring nehmen. Olfa, du? Elektra ist großartig, kann ich mich immer wieder reinsetzen. Ja. Aber es geht keine Saison ohne eine Tosca, also ganz unbedingt. Aber ist auch nicht so lang. Und ist nicht der Parsifal auch? Parsifal, ist der Parsifal nicht auch richtig? Mehrere und einen zu Ostern, wenn möglich. Mhm. Und aber auch ohne Don Carlo. Es gibt so viel Verdi, Macbeth. Ja. Also es ist ein Dutzend von Opern, die wir immer wieder hören und immer nochmal kommt eine neue dazu. Frau ohne Schatten nur einmal bisher gesehen, gehört. Rosenkavalier. Ja. Also ja. Also und ich sehe, wir sind ja auch nicht fremdeln mit anderen Dingen. Ja, wir gehen ja auch in moderne Musik. Ja. Manchmal gehen wir auch dann ein bisschen gefrustet nach Hause. Manchmal finden wir es auch toll. Wir versuchen uns immer wieder mit Barockopern, immer mit dem gleichen. Muss jetzt morgen nicht nochmal sein. Also das ist auch nicht das, was bei uns zu Hause läuft. Also ihr braucht ein bisschen was ein bisschen größer und ein bisschen monumentaler ist. Als und wenn wir aber richtig gut drauf sind, dann gehen wir in eine Oper und dann hat sie uns gut gefallen. Das kann auch durchaus 5 Stunden Wagner gewesen sein. Und dann schauen wir uns zu Hause danach auf einem Video eine andere Inszenierung an und vergleichen. Um das nochmal zu vergleichen. Ja. Ich verstehe. Ihr habt ja die Deutsche Oper sehr intensiv unterstützt und seid auch schon sehr lange Mitglied in unserem Förderkreis. Warum engagiert ihr euch eigentlich für die Oper? Was ist da so eure Triebfeder, dass ihr sagt, da müssen wir jetzt unterstützend eingreifen? Gar nichts Besonderes, außer dass ich das mochte mit der Oper, dass ich gerne da hingegangen bin und dachte, ja, das ist etwas, was ich einfach unterstützend
würdig halte. Das war eigentlich der ganze Grund, warum ich das gemacht habe. Also es gibt jetzt nicht, dass ich mir davon verspreche, dass ich jetzt lauter tolle Opern sehe oder, ja. Und das ist ja nicht das einzige Opernhaus, was wir unterstützen. Also wir haben das dann schon so ein bisschen geteilt, aber es ist auch lange nicht das einzige Engagement, was wir haben. Wir unterstützen schon sehr lange mit unserem Unternehmen die Hero Rats. Das habe ich dir schon mal erzählt. Das kenne ich ganz gut, das Projekt. Das habe ich schon mit Olvert mal gesprochen. Das machen wir. Wir haben jetzt zum Beispiel in Corona-Zeiten ziemlich viele Masken. Für dich habe ich auch eine mit unserem Logo in ein Lager nach Griechenland geschickt für diese Flüchtlingslager, denen das leidet. Also je nachdem, also was das ist. Also ihr habt auch soziales Engagement. Ich muss, glaube ich, einen Satz zu den Hero Rats sagen. Oder Olvert, magst du das schnell sagen? Weil das kennen die meisten unserer Hörer nicht. Das sind in Tansania, in Morogoro, werden Riesenratten trainiert, um Tuberkulose zu erschnüffeln. Das kann man auch mit Hunden machen, die sind aber viel zu teuer. Und Ratten sind sehr einfach zu halten. Mhm. Ja. Also erst haben die angefangen, Sprengstoffe zu erschnüffeln, da geht es um Mosambik, Angola Landbinen. Und so weiter, also um Landminen, die immer wieder unschuldigen Leuten die Beine wegreißen. Und nachdem die aber auch Tuberkulose erschnüffeln konnten, wurde das dann persönlich für mich interessanter, weil wir das ja normalerweise mit PCR machen. Und wir haben im ersten Jahr, ich glaube, ein Drittel von dem ganzen Etat gespendet. Also ich liebe es irgendwo, lieber große Signale zu setzen, als mit der Gießkanne hier mal und dort mal was zu spenden. Und dann bin ich sogar hingeflogen, habe den Gerät mitgebracht, weil ich denen helfen wollte, die Rattenmethode gegen eine etablierte molekulare PCR-Methode zu vergleichen. Also zu validieren, um zu zeigen, wie gut das ist. Und insofern bin ich zweimal da gewesen. Einmal sind wir mit der Familie da gewesen. Man hat uns das gezeigt, wie die Ratten trainiert werden. Also ein ganz großartiges Projekt, weil man dort den Afrikanern hilft, mit ihren eigenen Mitteln Probleme zu lösen und nicht immer der reiche Westen kommt mit großer Technologie, die in Afrika dauerhaft einfach nicht funktioniert. Ja, da ist für mich natürlich auch der Bogen schwierig, von Afrika nach Berlin wieder zurück und zu meinem Vorderkreis. Ein Direktflug. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ihr bei uns seid und so aktiv bei uns seid. Olvert, jetzt ist natürlich die sehr wichtige Frage, wenn ihr euch mit Kunst und Musiktheater so beschäftigt. Welche Partie könntest du oder würdest du gerne singen, wenn du dir eine aussuchen dürftest? Und Constanze, von dir weiß ich ja, dass du gerade einen Albtraum hattest, in dem du die Sieglinde singen solltest. Aber dein Albtraum war nicht sie zu singen, sondern das Bühnenbild, in dem du nicht zurechtgekommen bist. Ja, das war aber, glaube ich, unter dem Eindruck dieser Proben hier. Ja, genau. Und du sagtest, du bist textsicher bei Sieglinde, aber ich weiß nicht, ob es deine Lieblingspartie ist. Vielleicht, Constanze, welches wäre denn deine Lieblingspartie und was? Ich würde lieber sowas wie Tosca machen. Ja. Da finde ich, sind die Emotionen viel weiter auseinander. Ich liebe diese Stelle, wo sie mit Scarpia umgeht, wo sie den Kuss der Tosca auch, sozusagen so eifersüchtig auf ihren Mann ist, der angeblich irgendwie eine andere Geliebte hat. Nee, das würde ich, glaube ich, lieber machen. Und einmal von der Engelsburg springen wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Aber nur, wenn auf der anderen Seite auch ein gutes Kissen ist oder ein Trampolin, dass nichts passiert. Und Olvert, das singst du? Ich liebe ja lieber diese tiefen Stimmen. Also wenn man so einen, im Don Carlo, den König Philipp, so ein bisschen melancholischen Mann. Aber eine bösere Figur sozusagen, ja. Ja, auch, Aber er ist ja auch Opfer seiner Situation. Ja, das aber stimmt. Solche Rollen finde ich enorm. Mhm. Und ansonsten vom Charakter natürlich Loge. Ja? Überall ist und überall und ist doch noch anders, sich nicht so festlegt. Das ist fantastisch und das würde mir Spaß machen. Auch wenn es ja ein Tenor ist. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ein Thomas Blondell zum Beispiel gewesen. Zu dem kannst du zur Probe gehen dann. Und deswegen ein Tenorpartie. Ja, ihr habt mir mal erzählt, wenn ihr nicht so viel arbeiten würdet, dann würdet ihr gerne mal den Ring selber inszenieren. Das ist natürlich jetzt eine wichtige Frage. Was wäre denn für euch die zentrale und wichtige Aussage, die ihr mit dem Ring erzählen wollen würdet, wenn ihr sie denn nun selber erzählt? Das verraten wir doch jetzt noch nicht, dann kommt doch keiner mehr. Doch ein bisschen Antwort brauche ich schon. Das ist und dann wird er geklaut und dann wird es ein Erfolg und wir stehen da. Nein, die Sache ist, wir haben wahnsinnig viele unterschiedliche Inszenierungen gesehen. Ja. Dinge, die sehr progressiv waren und die im Übrigen auch aufgingen, das war in Dessau. Ja. Und wenn man sich aber ein Konzept für den Ring macht, muss man durchaus prüfen, ob das aufgeht oder ob das am Schluss nicht gegen die Wand fährt. Und ich hatte die letzten Jahre nicht die Zeit, mir es zum Ende zu denken. Und ich
fand diesen modernen Ansatz in Dessau schon gut und man könnte zum Beispiel schon den Rhein als Fluss der Elektronen in Leitung sehen und... Also das Datengold sozusagen aufnehmen. Den Goldschatz, das ist ein Schlüssel, das ist ein Code. Ja? Ja. Und dann würde der Alberich Bitcoins prägen. Und also man kann es vielleicht transportieren, aber ich habe es noch nicht zur Konsequenz durchgedacht. Also, du weißt noch nicht, wer da die Götter sind und wem und wie es zu Ende oder weitergeht. Ich würde durchaus dazu neigen, es modern zu gestalten. Mhm. Obwohl bestimmte Abschnitte, also gerade Walpurgis, es könnten auch mystische Blicke in eine romantische Welt da enthalten sein. Es könnte eine Rahmenhandlung sein, die so eine Art Sprechblasen hat, die Geschichten, die da aufruft. Verstehe. Ja. Also ich bin gespannt auf das Konzept. Constanze, was wäre dein wichtiger Gedanke? Also ich würde sagen, bisher war es meistens so, dass wir Dinge gesehen haben, die haben uns begeistert, aber was uns immer viel mehr aufgefallen ist, ist alles das, was uns nicht gefallen hat. Ja. Und von daher sind wir in unserer Konzeption, glaube ich, so weit, dass wir sagen, wir wissen alles, was wir nicht machen würden. Okay, das heißt, das ist noch ein kleines Stückchen Arbeit. Ja, bis aber zu definitiv keine Helden in Feinripp-Unterwäsche. Definitiv nicht. Ich weiß gar nicht, was ihr da meint. Okay, aber das wollen wir ja, das wird ja wahrscheinlich gehört. Und da gibt es ein paar, glaube ich, Zuhörer, die das auch mit der Unterwäsche so sehen. Wenn ihr nicht in die Oper geht und nicht arbeitet, dann habt ihr noch ein paar andere Hobbys. Wie ich weiß, Eufer, du gehst gerne in die Luft und Constanze, du bastelst wahnsinnig gerne, habe ich gehört. Wollt ihr mir mal sagen, was ihr sonst so macht? Ja, wir möchten das ablehnen, also ich persönlich mit dem Basteln. Silke hat mich eingeladen zu irgendeinem Adventskranz-Bastel-Geschichte. Ja. Und ich sagte dann, nee, also das ist genau das, was mir gar keinen Spaß macht. Also ich lese gerne, aber noch lieber gehe ich raus und fotografiere. Ah ja, du bist die große Fotografin, genau. Und Olfert, du fotografierst von oben sozusagen. Wenn ja, auch das, ja... Ich reise gerne und ich habe viel zu wenig von der Welt gesehen. Und ich muss auch sagen, rückblickend, wenn ich verreist war und selbst wenn es nur eine Woche war, also keine Reise, dass ich irgendwo hinfliege, mich an den Strand lege, das kann ich nicht. Ja. Eine Viertelstunde vielleicht oder eine Stunde. Aber also, wenn wir reisen, wahnsinnig viel Kultur, bis nach der 100. Kirche dann die Kinder endgültig abwinken. Aber es gibt auch Länder, wo ich bin mal eine Woche in Kolumbien gewesen und habe... auch Kultur gemacht, aber auch ganz viel Natur. Und wenn man so eintauchen kann in Urwälder, und das ist fantastisch und das ist so dicht und so intensiv. Also du fliegst ja auch gerne mal selber dorthin. Das war eigentlich die Geschichte mit dem in die Luft gehen. Du hast einen Pilotenschein schon lange. Ja. Ja. Also wenn ich nichts mehr zu tun hätte beruflich, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich mich in ein Flugzeug setze und einfach mal bis ans Ende der Welt, also bis nach Kapstadt, nach Südafrika durchfliege, von Land zu Land oder ähnliche Sachen machen. Oder ich könnte mir vorstellen, dass ich in Südamerika mich zum Buschflieger ausbilden lasse und dann Hühner durch die Gegend fliege und einfach, ja. also oder Ratten, ganz, oder andere, ganz andere Dinge. An ja, ich, oder was auch immer. Ja, ich. Okay. Ja. Also das wären deine Aussichten. Und dann aber auch mit der Zeit, dass man einen Monat hingeht und die dürftigen Spanischkenntnisse wieder auffrischt und dann selber verreisen zu können, ohne dass man jemanden braucht oder sich immer in Englisch durchzuboxen, wo Leute gar nicht Englisch können. Also das sind Dinge, die wir beide gerne mit viel mehr Zeit machen könnten. Wir waren einmal in der Antarktis, also Dinge... Ja. Constanze, wo möchtest du denn nochmal hinreisen, wenn du... Antarktis. Ganz klar, das hatten wir jetzt auch schon mehrfach auf dem Plan und aus verschiedenen Gründen hat es die letzten Jahre dann nicht geklappt, die letzten zwei, aber dieses Jahr nun definitiv wegen Corona nicht. Ja, das ist klar. Du hast gerade schon erwähnt, du hast deine Kinder auch geschleppt bis in die letzte Kirche, du schleppst sie auch in Anführungszeichen in die Oper. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Unsere Kinder sind eigentlich immer gerne gegangen. Es war, glaube ich, nur manchmal zu viel. Ja. Also wir sind dann eben den ganzen Tag unterwegs. Aber eigentlich hat es nie Protest gegeben, wenn wir gesagt haben, heute gehen wir dahin, heute gehen wir dahin. Es gab Protest nach der 10. Kirche an einem Tag. Ja. Also das war immer so was ein bisschen verstehen Problem. Kann, ja, wenn es ein bisschen müde wird. Ja. Ja, aber ihr nehmt eure Kinder, wie ich in der zum Beispiel Walküre-Premiere gesehen habe, auch mit in die Oper. Und es würde mich interessieren, was geben euch denn die Kinder als Feedback zu dem Thema Oper, zum Beispiel nach so einem Walküre-Premierenabend? Also wir nehmen unsere Kinder normalerweise nicht mit in die Oper, weil sie schon relativ früh eigentlich immer sehr genervt waren, wenn wir dann abends erzählt haben und sagten, ja, das wart ihr doch schon mal drin und das habt ihr doch schon mal gesehen und ja, das habt ihr schon gesagt. Also da war eher
so nicht Widerstand gegen die Oper, aber Widerstand gegen das, dass die Eltern das machen. Und es wurde sich auch, als sie noch ein bisschen kleiner waren, haben sie sich dann schon hin und wieder beklagt, dass wir so oft in die Oper gehen. Celestine ist ja in Wien, die ist überhaupt nicht hier, während Aaron ist hier. Und ich habe ihn dann eigentlich mehr rhetorisch gefragt, ob er denn nicht mitkommen wolle in die Walküre, wo er das jetzt hier alles mitgekriegt hatte mit der Testerei und mit Corona. Und da sagte mein Sohn ja. Und ich sage, gut, dann und versuchen wir jetzt mal Abend, eine Karte zu bekommen. Ja, ja. Nach dem ersten Akt hat er gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass das sowas ist, wäre ich ja öfter mitgekommen. Also der wird jetzt, denke wird jetzt ich, nicht zweimal die Woche, aber aber wir werden ihn für die jungen Freunde begeistern. Ja, jetzt er, war das, er fand das gut. Ja. Er fand das auch irgendwie spannend. So als Mutter guckt man ja dann mal so, was macht das Kind jetzt? Da ist er ja leider durch also die etwas Abstandsregelung entfernt, etwas entfernt. Ich habe aber gesehen, dass er sehr aufmerksam die ganze Zeit zugehört hat. Ich fand es auch erstaunlich, was er mitgenommen hat. Und noch schöner fand ich, dass Hundingling ihn überhaupt nicht gestört hat. Warum? Weil er gar nicht wusste, dass es ohne Hundingling gibt. Ja, das ist richtig. Und Celestine, war die mal mit euch in der Oper, oder? Celestine ist unser Wien-Ersatz, wenn wir unsere Karten in Wien nicht wahrnehmen können. Celestine aber macht ihr Musical, also die hat da doch schon die ganze Zeit so ein bisschen mehr Verbindung. Sie geht nicht häufig, aber sie geht. Ja. Und mit Freude dann. Ja, da freue ich mich, dass wir Aaron vielleicht bei den jungen Freunden in Zukunft sehen können. Und jetzt sind wir ja schon fast wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich würde die berühmte Schlussfrage stellen wollen, aber mich vorher nochmal bedanken, dass ihr gekommen seid und für euer Engagement mich auch nochmal bedanken. Und jetzt bitte nacheinander, was war euer schönstes, schrecklichstes oder schrillstes Erlebnis in der Deutschen Oper Berlin? Ich habe keine Ahnung, was Constanze sagen würde. Das ist ja schön, dass wenn ihr das unterschiedlich seht. Wir haben uns seht. Nicht abgestimmt, eben, obwohl wir die Möglichkeit haben wir nicht. Gehabt hätten. Ich bin jetzt also gespannt, das Schlimmste war wieder eine Walküre. Nein, du sagst es jetzt nicht. Peter Seifert. Peter Seifert in Wien, hätte ich auch gesagt. Ja, dann haben wir das ähnlich. Den Welse, er war angeschlagen, den Welseschrei und noch und noch und noch länger gehalten und dann zuhören zu müssen, wie seine Stimme in Krächzen überging. Oh, es war, okay. Wir war kennen ihn ja so ein bisschen, wir kennen ihn nicht gut, aber ich habe so mit ihm gelitten. Ich saß in dem Stuhl und es war so, als ob ich auf der Bühne wäre. Das war furchtbar. Und in der Deutschen Oper gab es auch einen schrecklichen Mitleidemoment? Nein. Nö, also sowas, wo man jetzt sagt, oh, das ist aber gruselig oder schrecklich oder völlig daneben. Ja. Haben wir eigentlich hier bisher nicht erlebt. Dann müsst ihr mir euren schönsten Moment oder euren schrillsten Moment noch verraten in der Deutschen Oper Berlin. Jetzt fängst du an. Nachher habe ich dieselbe Idee wie du und dann wär's ja... Dann sag sie. Dann Konstanze, dann sag du, was war denn dein schönstes Erlebnis? Also mein schönstes war wirklich, und das ist schon ewig her, da war ich mit meiner damals noch lebenden Mutter hier, nachdem ich mich stundenlang um Karten angestellt habe, weil ich nämlich noch nicht im Förderverein war. Ja. Morgens um 6 stand ich da draußen vor der Tür. Es war ein wirklich sehr kalter Aprilmorgen, um 2 Karten für Anna de Treptow zu bekommen in der Traviata. Ja. Und da war ich dann mit meiner Mutter drin und mit Olfert. Wir hatten ja nur 2 Karten, also wurde die 2. Karte geteilt. Eine erste Hälfte, der andere die zweite Hälfte. Ach nein, ja. Und ich werde nie vergessen, diese sehr junge Anna de Treptow, die war umwerfend. Aber als sie, fast unbekannt. Nein, damals kannte ich sie schon, sonst wäre ich nicht hergekommen. Aber sie hat gehustet und ich habe echt gedacht, sie stirbt. Also das war so authentisch, wo ich dachte, wie kann man nach diesem Husten so wieder singen? Ja. Also das fand ich schon insgesamt sehr beeindruckend. Und Eufer, du? Ja, es ist mir nur einmal passiert, dass ich mich vor Lachen nicht mehr halten konnte und dass ich, den Töne sind ja im Publikum vollkommen untersagt, dass ich mich vor Lachen nicht mehr halten konnte und laut losgelacht habe. Und das war dann im Don Giovanni, dass nach dem Abendmahl dann auch noch Dinner for Two kam. Ich dachte, Dinner for One. Das machen die nicht, das kann nicht sein. Ja? Und ich habe Tränen gelacht, also ich hatte wirklich, die Tränen liefen mir zu beiden Seiten runter. Und das ist schön, dass man, es ist ja offenbar angekommen. Ja, wenn man es erkennt und wenn es schön ist. War, das war aber auch mit einem tollen Don Giovanni. Ja.
Wer war da? Don Giovanni? Eduardo da Cantillo. Der hat das echt toll gemacht. Ja. Ja, das ist toll. Ja, dann kann ich mich nur bei euch bedanken. Ich hoffe natürlich, dass ihr noch sehr viel bei uns in der Deutschen Oper seid und dass ihr aber auch wieder reisen könnt recht bald und eure Opernliebe weltweit wieder ausleben dürft. Ich danke für das Interview. Euch alles Gute. Bleibt bitte gesund. Auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie gesund und uns treu. Und auf Wiederhören beim nächsten, dann wieder Duett, dem Operntalk des Förderkreises der Deutschen Oper Berlin. Vielen Dank. Thank you.